Lala Laberdoch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre zur vierten Ausgabe meines kleinen Experiments. Das heutige Thema ist einmal eine kleine erste Retrospektive zu meinem Podcast-Experiment. Und zwar nur von mir. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann noch niemand den Podcast außer mir hören. Ich habe ihn gerade, um das bisschen zeitlich einzuordnen, bei iTunes hinterlegt und warte da auf ein Review. Und ich habe es bei Spotify hinterlegt und warte dort auf eine Review. Und es war schon ein bisschen spannend, weil bei Spotify muss man ja so einen riesen AGB abnicken. Und ich glaube, ich habe auf alles geachtet, nur mal sehen, wie es wirklich wird. Ich hoffe einfach mal, dass da keine Claims kommen oder so, weil ich wüsste nicht wieso. Naja, auf jeden Fall back to the topic und back to der Retrospektive. Es ist für mich wirklich ungewohnt, mich selbst reden zu hören. Vor allem immer und immer wieder, denn ich bearbeite ja zumindest ein bisschen die Podcasts immer nach, nicht wahr? Und ja, es ist sehr awkward, meine Stimme zu hören und auch meine Sprachfehler zu hören. Aber irgendwie gewöhnt man sich an das Ganze. Es ist sehr komisch, das zu beschreiben, aber die ersten paar Male in Outer City, wo ich meine Spuren und meine Spikes von Audio sehe und ich dann sehe quasi, da hast du gestottert, aber das hast du ja gar nicht mitbekommen. Also als ich geredet habe, war schon sehr komisch. Aber ich muss dennoch sagen, es macht mir Spaß. Es macht mir einfach Spaß, Audio aufzunehmen, die Beschreibungstexte zu formulieren, mir Themen zu überlegen und so weiter. Und klar, ich könnte das auch alles halt verbloggen, was ich wahrscheinlich auch irgendwann wieder machen werde. Ansonsten habe ich ja einen Blog, tscholze.uber.space. So ein kleines Privatblöckchen neben meinen Community-Blogs für Apfeltalk, Dr. Windows, Windows Community und so weiter. Nee, aber es ist echt lustig, mal wieder ein bisschen so kreativer zu arbeiten, anstelle nur in die Tasten zu hauen. Aber ich glaube, es gibt auch wieder die Zeit, wo ich lieber logisch an meinen Projekten und Programmen arbeite und nicht so gern spreche. Ein anderes Punkt, das mir aufgefallen ist, ich bin echt schlecht im auf den ersten Anblick Fehler zu erkennen. Oder betriebsblind, wie man es halt sagen will. So habe ich in der letzten Audio-Track zum Beispiel aus Versehen die Hintergrundmusik ab einem bestimmten Teil leiser gemacht. Meint ihr, es wäre mir aufgefallen? Naja, wie gesagt, das hier ist ein Experiment, das hier soll nichts Professionelles sein, aber ein bisschen gut soll es halt dann doch sein, nicht wahr? Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche oder welcher Tag auch immer sein sollte. Habe die Ehre, Servus und Baba.